das ist nicht dein Haus. Also, wie ist dein Name? Mein Name ist Bill Wilkins. Und ich bin 72 Jahre alt. Was hören Sie in dieser Stimme? Klingt verwirrt. Ist er senil? Die Stimme auf diesem Band ist die eines 11-jährigen Mädchens. Dieses Mädchen setzt Conjuring 2 in Gang. Die Fortsetzung des Gruselhits von Saw-Erfinder James Wan. Es heißt Janet Hodgson und lebt mit seiner Familie in Enfield im Norden Londons. In ihrem Reihenhaus scheint eine böse Macht ihr Unwesen zu treiben, die immer stärker von Janet Besitz ergreift. Und egal, wer sich damit befasst, ist am Ende natürlich ratlos. So dauert es nicht lange, bis Ed und Lorraine Warren auf den Plan treten. Die beiden US-Geisterjäger sollen im Auftrag der Kirche ergründen, ob das Mädchen vielleicht nur eine Show abzieht oder ob das Gemäuer tatsächlich das Böse beherbergt. Sie ist so ein gutes Mädchen, was stimmt mit ihr nicht? Ein böser Geist versucht, sie zu zwingen, die größte Sünde zu begehen. Welche ist das? Mord, Selbstmord oder beides. Egal, was James Wan derzeit anfasst, er schlägt ein. Erst machte er Fast and the Furious 7 zum Milliardär, dann holte er aus Conjuring 2 300 Millionen Dollar raus, bei gerade mal 40 Millionen Dollar Kosten. Aber ich muss sagen, mir gefällt ehrlich gesagt der erste Teil ein bisschen besser, da er die klassischen Versatzstücke dezenter ausspielt. In Teil 2 ist das etwas anderes. Wahn lässt die Musik früher brodeln, die Balken lauter knarzen und die Bässe vor allen Dingen heftiger knallen. Er passt die alte Horrorschule der neuen Horrorgeneration etwas weiter an, aber das geht auch in Ordnung, denn er hat die Stimmung, das Setting, die stets schwebende Kamera und vor allen Dingen auch die Geräuschkulisse so gut wie kein anderer wirklich im Griff. Und er findet auch immer wieder Momente, die die Klischees komplett gegen den Strich bürsten. Wenn wir weitermachen, hey, lass uns in Ruhe! Wirst du sterben. Wie im modernen Gruselkino üblich, löst auch Wahn sehr oft Szenen mit lauten Soundattacken auf. Und das klingt auf Blu-ray, muss man sagen, einfach erstklassig. Satte Bässe, etliche direkte Effekte und klare Dialoge werden von beiden HD-Tonspuren dynamisch und ausgewogen abgemischt. Daraus entsteht eine im wahrsten Sinne des Wortes unheimliche Räumlichkeit. Rein optisch gibt es auch wirklich nur wenig Grund zu klagen. Das Bild ist scharf, farbkräftig und reich an ganz vielen kleinen Details. Lediglich in ein paar dunklen Szenen werden ein paar Feinheiten leider verschluckt. Ein anständiges, aber eher kleines HD-Bonuspaket rundet dann die Scheibe wieder ab. Ergo erstklassig präsentierter Retro-Grusel, effektiv, stilsicher und sogar charmant. Meine Ranks-Tags natürlich James Wan, Retro-Grusel, Fortsetzung, erstklassig und herzlich. Hast du irgendwelche Träume? So Zukunftsträume hat mich noch nie jemand gefragt. Du denkst, du wärst was Besonderes. Du bedeutest dem gar nichts. American Honey ist der neue Film von Andrea Arnold. Die gilt in Großbritannien als ganz, ganz großes Regietalent, hat einen Kurzfilm-Oscar gewonnen und ist Stammgast auf den großen Festivals dieser Welt. Zuletzt bekam sie in Cannes den Preis der Jury und zwar genau für diesen Film, also American Honey.